Haben Sie weitere Fragen? Ja, im Moment nicht so wirklich. Ja, es ist halt noch so, ich verstehe halt den Punkt, dass es bisher noch niemand so professionell gemacht hat und dass da natürlich vieles in den Seilen hängt. Aber das kriegen wir hin. Also da bin ich sehr zuversichtlich. Also ich weiß zum Beispiel, dass gerade bei Brautpaaren, die zum Beispiel in den Fraktionen arbeiten, jetzt PD, MD, dass da auch tatsächlich die oberste Stelle so ein Part übernimmt. Und das habe ich jetzt auch wieder eine Hochzeit, die danach stattfinden wird. Die sind beide, die haben eine relativ hohe Stelle, beide im PD. Und da wird quasi der Chief das sozusagen übernehmen. Aber bei allen anderen, die eben nicht in solchen Fraktionen arbeiten, die sind da, die stehen da immer so ein bisschen, die hängen da so ein bisschen, wie sie sagen, in den Seilen, weil es da eben niemand macht. Entweder das macht jemand, der sie gut kennt, Freunde oder so, aber halt auch nur dann auf Freundschaftsbasis und auch nichts Professionelles etc. Aber ansonsten hatten wir halt jetzt auch sonst niemanden, der das, sage ich mal, auch wirklich, der das machen möchte und auch richtig gut kann. Okay. Ja, das ist immer ein bisschen schade, aber ich verstehe den Punkt. Ja, ist auch nicht immer so einfach, deswegen, man muss ja auch ziemlich viel Zeit investieren, so eine Rede zu schreiben und so. Ne? Und wenn man die Rituale auch nicht dann so drauf hat, dann ist das natürlich umso schwieriger. Genau. Und das sind sie ja bei mir an der richtigen Stelle. Also gerade wenn es um kirchliche Hochzeiten geht, das ist ja für mich eh ein Witz. Das freut mich schon mal, ja. Das freut mich. Weil momentan war es auch immer so, dass auch die Brautpaare gar nicht irgendwo in der Nähe der Kirche geheiratet haben, sondern die meisten haben halt so, ich sag mal, so eine Wunschlocation für die Trauung. Oftmals ist das der Strand oder jetzt gerade letztens war das quasi die Terrasse von einem größeren Hotel gewesen. Von daher weiß ich eben nicht, ja, wie gesagt, wie die Brautpaare sich das eben vorstellen. Das müsste man dann halt auch immer klären. Ja, natürlich, natürlich. Darum geht es ja auch. Man kann ja auch einen schönen Ortsbezug in der Traurede haben. Genau, ja. Gar kein Problem dafür. Ja. Eine doch eher wichtigere Frage noch. Ja. Wie sieht es mit der Bezahlung aus? Das ist auch eine gute Frage. Also ich selbst arbeite auf Provisionsbasis. Ich verwalte am Ende die kompletten Rechnungen. Ich bin quasi die Schnittstelle zwischen allem. Da können Sie, das steht Ihnen frei, sage ich mal, was Sie mir da in Rechnung stellen dafür. Das muss natürlich auch abgesprochen sein mit dem Brautpaar, aber rein theoretisch, also viele Brautpaare, die ich jetzt hatte, die hatten kein Budget. Da ging es einfach nur darum, das soll der Tag des Lebens werden, das soll einfach schön werden, so wie Sie es sich vorstellen, und Geld spielt erstmal keine Rolle. Bei mir ist es tatsächlich so, ich arbeite, wie gesagt, auf Provisionsbasis, 10-20%, je nachdem nach Aufwand, den ich auch betreiben muss. Ob muss ich alles planen, muss ich nur Teile planen? Da können Sie sich das gerne überlegen, wie Sie das handhaben wollen und mir das dann in Rechnung stellen. Ich frage mal, was schätzen Sie, was so üblich ist? Also natürlich jetzt nicht nach Aufwand, sagen wir mal so ein Durchschnitt, also ne, Aufwand ist halt immer, naja, dann wollen die irgendwie auf Mount Chiliad heiraten, naja gut, da muss der Pfarrer halt auch irgendwie hin, das kostet natürlich mehr. Aber jetzt mal so gedacht, was sind so Durchschnitts, vielleicht können Sie mir da ein bisschen weiterhelfen, weil ich weiß es ja nicht, wie viel die Leute auch mal Geld zur Verfügung haben, ne? Also ich kann Ihnen zumindest mal sagen, was so die Aufteilung der einzelnen Parts in der letzten Hochzeit war, was da so an Kosten kam. Tatsächlich war es so da bei denen gewesen, dass die Location das teuerste war mit 3.500 mit der Miete, rein für die Location und den Aufbau auch, für das ganze Mobiliar, was wir gebraucht haben. Die Ringe sind auch unterschiedlich, was die kosten, aber die letzte Hochzeit lag insgesamt, ich glaube, bei knapp 12.000. Und ich habe davon, Moment, lassen Sie mich nicht lügen, glaube 15% Provision genommen, aber halt auch, weil ich das alles verwalte, ich weiß es nicht, da müsste man sich mal informieren, beziehungsweise Sie müssten sich mal Gedanken machen, wie viele Zeitstunden Sie dafür auch aufbringen. Und vielleicht könnte man das anhand dessen dann besser ausrechnen, wenn man sich überlegt, okay, was könnte denn ein Stundenlohn sein? Wenn Sie dann sagen, Sie brauchen dafür x Stunden, dass man das dann so hochrechnet. Oder dass Sie einfach sagen, Sie nehmen Pauschalwert. Ja, das ist genau der Punkt. Also ich habe, ja gut, ich denke halt eher in Pauschalwerten, man ja immer sagen, so eine Durchschnittshochzeit. Also ich meine, hey, ich brauche für
denn für die Traurede? Und je nachdem, wie weit oder wohin ich fahren muss, brauche ich dann schon. Also um das Gespräch mit dem Brautpaar zu führen, dauert das schon 2 Stunden. Mhm. Und dann halt noch die Zeremonie an sich, aber gut, die kann ich pro bono machen. Das ist mir jetzt nicht so wichtig, nur wichtig ist der Arbeitsaufwand bis dahin. Natürlich, ja. Na, natürlich. Also, sagen wir mal, nehmen wir mal ganz ehrlich, 2 Stunden, ich verdiene zurzeit wie viel? 225, sagen wir 500 Dollar so pauschal für eine kleine Hochzeit ist in Ordnung, je nachdem natürlich. Ne? Ich würde das vielleicht so, dass man sagt, okay, man sagt jetzt vielleicht 500 Dollar pauschal für eine kleine Hochzeit und dass man das dann aber erhöht, je nachdem, wenn der Aufwand halt größer wird. Wenn man jetzt sagt, man muss nicht ein Gespräch mit den beiden führen, sondern man muss vielleicht 2 führen oder wie auch immer, dass man dann sagt, das wird dann halt dementsprechend auch mehr. Genau. Ja, ich meine, meine Aufgabe persönlich als Priester ist ja auch der Dienst am Menschen. Ja? Also ich will den Leuten also nicht das Geld aus der Tasche ziehen. Also nicht, dass es dann am Ende heißt, aber ich meine auf jeden Fall, sie arbeiten ja auch dafür. Das ist ja ihre Arbeit, also ihre Zeit, die sie dafür aufwenden, eben. In der sie nichts anderes tun können, sagen wir es mal so. Eben. Da ist es natürlich auch klar, dass da auch was vergütet werden soll. Eben, das spricht die Juristin. Ja, so ist es leider. Ja. Weil jeder muss gucken, wo er bleibt. Und sie müssen auch Miete, Verpflegung und alles Mögliche jeden Tag zahlen. Das ist selbstverständlich. Da ist klar, dass da auch was vergütet werden soll. Das ist selbstverständlich. Genau deswegen habe ich auch nachgefragt, ja. Ich würde vielleicht einfach mal jetzt pauschal sagen, dass wir fragen jetzt erstmal das Brautpaar, ob die denn da überhaupt Interesse dran haben, das so zu machen. Und dann würde ich da pauschal einfach mal sagen, jetzt vorschlagshalber 500 Dollar. Mhm. Mit der Option, dass sich das erhöht, je nachdem mit dem Aufwand. Mhm. Und dass man dann am Ende nochmal Resümee zieht quasi, wie das jetzt wirklich war. Mhm, ja. Ob sich das eben pauschal anwenden lässt oder ob man das vielleicht auch einfach individuell jedes Mal klären muss. Ich mag Feldstudien. Aber dafür brauchen wir erstmal ein paar Hochzeiten. Ja, so sieht's aus. Also ich habe noch einige in der Pipeline, so ist es nicht, ich habe genug. Ich arbeite die gerne nach und nach ab. Also ich habe jetzt insgesamt, lassen Sie mich mal überlegen, die nächste jetzt am 27.01. Dann habe ich zwei weitere, wo noch kein Datum feststeht. Bei der einen, da geht es darum, dass ein Kleid in der Mache ist sozusagen. Und das dauert mal mindestens noch 3 Wochen, meinte die Dame letztens zu mir. Und dann kümmern wir uns um einen Termin. Und bei dem anderen Paar, da fällt, glaube ich, ihr Part weg, weil das ist dieses besagte Paar aus dem PD, wo der Mr. Morningstar das dann übernimmt. Wobei man trotzdem sie auch mit einbinden könnte eventuell. Weil der Mr. Morningstar, weiß ich nicht, ob der überhaupt befugt dazu ist, das dann auch quasi so abzusegnen, sage ich mal. Oder ob dann nicht sowieso noch jemand mit involviert sein muss. Also soll ich den Segen spenden? Ha, guter Wortwitz, Entschuldigung. Ja, ich werde die beiden da mal auf jeden Fall fragen, wie das aussieht. Und dann habe ich ja allerdings noch eine weitere Hochzeit, die ist aber erst für den April irgendwann geplant. Die haben nur schon mal angefragt, weil sie Angst hatten, dass es vielleicht zu kurzfristig sein könnte. Dann habe ich gemeint, um Gottes Willen, April, da mache ich mir noch gar keine Gedanken drum jetzt. Ich sehe schon das Problem auf einen zukommen, dass die dann am Ende vielleicht doch nicht mehr heiraten. Naja, hoffen wir... Bei den beiden bin ich mir sicher. Die wollen das nur in Ruhe angehen, die haben auch noch keine Location, die wollten einfach mal schon mal das abgesprochen haben. Okay, sehr gut, sehr gut. Gut, wenn jetzt, Sie jetzt akut keine Fragen mehr haben, würde ich Sie einfach mal mitnehmen. Okay. Und dann, also wenn Ihnen irgendwas einfällt, natürlich immer raus damit. Bisher nicht, nein. Ich denke, Moment. Ich werde mir noch mal ganz kurz was am Tresen holen. Ja. Hi, Schatz. Ja, bin ich. Also, hier bekommst du mit. Kann ich Ihnen noch was bringen? Ja, selbstverständlich. Was darf ich? Haben Sie übrigens auch noch hier was zu essen? Machen Sie sowas auch?
Nee, wir haben hier leider nichts zu essen. Das Einzige, was wir haben, ist Salzstangen und Erdnüsse. Aber danke auf jeden Fall für das Angebot. Aber ich habe mitgekriegt, ich glaube, der Hotdog-Laden hier direkt gegenüber hat auf. Ah, dann würde ich das doch... Alles klar, Omarov. Ja, ich... Dann vielen lieben Dank, dann würde ich da nochmal kurz rübergehen. Ja, ja. Alles klar. Dankeschön nochmal. Und das Bier war gut. Sehr schön. Ich schreibe gerade mal dem Brautpaar, dass wir gleich unterwegs sind. Ich würde noch ganz schnell zum Hotdog-Laden gehen. Ich brauche dringend was zu essen. Ja, alles klar. Super, bis gleich. Ach, gehen wir doch da mal rüber. Dann gehen wir da mal rüber. Ja, mal gucken. Also, weil ich hoffe, das kommt gut an. $500 pro Hochzeit. Leute, ich werde nicht so lange brauchen. Ich werde irgendwann Standarddinger machen und dann werde ich die runterballern und dann ist gut. Aber ich will halt, also das ist halt auch wieder John. Mir persönlich als Theo muss ich ehrlich sagen, mir tut das weh. So wenig Geld. Aber auf der anderen Seite, das ist John. John ist halt so ein Typ. Alles klar. Wir haben leider gerade eigentlich gar nicht geöffnet. Die Tür war offen? Das ist dramatisch. Die Tür, warte mal. Das Problem ist eher an der Tür, dass die eigentlich meistens gar nicht offen ist. Ja, okay. Sondern, dass die Scheiben einfach scheiße sind und man durch die Scheiben ganz leicht... Ich merk's, ja. Ja. Das ist blöd. Ja, die Scheiben sind ein bisschen doof. Ja. Gut, schade, dass sie nicht offen haben. Ja, es tut mir auch wirklich leid, aber alles wir füllen gerade eigentlich schon noch auf und dann geht's heim. Ah, schade, okay, gut. Nee, alles gut, ist alles kein Problem. Weiß ich Bescheid, danke. Okay. Tschüss, schönen Feierabend noch, ne? Ich habe mich schon gewundert, ich hab gedacht, warum glitsch ich durch? Alter. Ja, sie hatten angerufen. Haben Sie ein Auto? Nein. Gut, weil dann fahre ich mit meinem schon mal vor. Ach so, soll ich hinterherlaufen? Nein, aber dann fahre ich schon mal vor den Hotdogladen, dann sammle ich sie da ein. Ach so, ich bin gerade vor der Craftbar wieder. Die hatten leider zu. Ach so, ja dann, ich bin hinter der Craftbar hier auf dem Parkplatz. Okay, gut, dann bis gleich. Bis gleich. Das ist ja madig. Oh, Moment. Ja. Guten Abend. Guten Abend. Oh, das ist Hi. Dramatisch. Exakt. Also jetzt gerade bin ich gerade auf dem Sprung sozusagen. Ich hätte nachher noch mal Zeit, wenn Ihnen das nicht zu spät ist. Ja, das Problem ist, ich bin tatsächlich morgen bis am Donnerstag wahrscheinlich nicht im Start. Okay, gut, dann würde ich Sie einfach nochmal zurückrufen, wenn ich dann mit meinem Termin fertig bin. Okay, gut, alles klar, dann machen wir es so. Supi. Tschüss. Ach, dieses Telefon klingelt einfach immer. Ja, das kann ich mir vorstellen. Wenn es nicht wegen Hochzeiten ist, dann wegen Anwälten. Ach ja, da wird einem wahrscheinlich nie langweilig. Nö. Ach ja. Ich muss gerade erraten, welches Ihr Auto ist, aber das werde ich wohl nie erraten können. Ist das gelb? Ja. Oh.
Ja, wir nehmen die kleine Knutschkugel hier. Ja, die ist doch super, Zweisitzer. Ja, mein Chef mobbt mich immer ein bisschen wegen dem Auto. Ach, warum? Weil es erstens gelb ist und zweitens, weil er meint, es wäre kein richtiges Auto. Mmh. Okay, naja. Na, ich finde das ganz hübsch, also das ist doch... Ich finde es ganz schnuckelig, ich weiß auch nicht, was er immer hat. Ja, hat 4 Räder. Ja, bringt mich von A nach B, passt. Ja. Auf jeden Fall. Also nö, das ist, also ich finde das... Wie viel hat das gekostet, wissen Sie das noch? Das war tatsächlich ein Neuwagen, ich glaube, der lag irgendwie bei 10.000, 11.000 so. Oh, ist okay, das ist ja so ein Neuwagen. Ja, wie gesagt, es ist ein Neuwagen und ich wollte unbedingt den haben. Ich glaube, man kriegt auch schon für 2.000 oder so ein anständiges Auto. Hm. Ja. Ja, da bin ich auch noch im Moment auf der Suche, aber das werde ich irgendwann die Tage hoffentlich klären können. Ja. So, aber hier sind wir ja schon. Ah ja. Ich hoffe, da ist auch noch Essensausgabe, denn naja. Ich fall vom Fall. Da bin ich mir sicher. Ich weiß gar nicht, Moment, wir packen da drinnen. Nicht, dass ich hier Ärger bekomme. Kann man hier parken irgendwo? Ah ja, hier ist ein Parkplatz. Ich hoffe, wir können hier parken. Hoffen wir es doch. Und wenn nicht, dann halt nicht. Dann ist es nicht mein Auto, ganz einfach. Nein, die schöne Knuschkugel gehört nicht der Frau. Nein, 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 nein. Ach ja. Das ist ein schöner Park. Hier war ich bisher noch nicht. Den haben wir mal vor, ich glaube, 3 Monaten haben wir hier eine Putzaktion veranstaltet, um den wieder ein bisschen aufzuhübschen. Oh, war der so verdreckt, ja. Ah, oh, dramatisch. Wieder irgendwie. Aber seitdem ist er wieder schön. Ja. Sollte ich auch mal ab und zu mal hinkommen. Also. Ja, ist halt immer ein bisschen schwierig, ne, ohne Auto. Ja. Aber, naja, das wird sich schon klären. Ich bin da ja sehr zuversichtlich. Ich spaziere auch gerne. Das ist zum Beispiel auch irgendwie hier so am Strand oder so. Ist sehr hübsch hier. Einen wunderschönen guten Abend. Wunderschön. Wunderschönen guten Tag. Guten Abend. So, ich hab jemanden mitgebracht. Ja. Der Herr kann sich gerne mal selbst vorstellen, wie er das möchte. Ja, gerne. Mein Name ist Vater John Salomons und ich wurde angefragt, eine Trauerrede zu halten. Und vielleicht besteht er ja in irgendeiner Art und Weise Interesse von Ihnen. Ja, prinzipiell ja, auf jeden Fall. Ja, das klingt schon mal sehr gut. Ja, deswegen. Und dann hab ich gedacht, naja, da mir die Frau Green angeboten hat, hier mitzukommen, dass ich mich dann auch gleich vorstelle und wir vielleicht in ein gutes Gespräch kommen. Ja, auf jeden Fall. Setzen Sie sich doch. Oh ja, gerne. Ich muss mir aber erstmal hier was holen. Kurz Moment. Oh, hallo, Sir. Ich habe eine kurze Frage. Verkaufen Sie auch gutes Essen? Dafür sind wir da, ja. Ich habe das Probe im Essen. Das war jetzt, ja. Ja, ja. Also ich meine, verkaufen Sie gutes Essen. Nicht Essen, sondern gutes Essen. Gutes Essen. Ich will behaupten, dass das hier das Beste ist. Ah, sehr gut. Beste Italiener der Stadt. Ja, das ist gut. Was können Sie mir denn so anbieten? Also wo würden Sie sagen, das, Sir, das ist genau für Sie? Sind Sie bei dem Probeessen da hinten dabei? Ja, tatsächlich. Also ich gehöre dazu zu der Gruppe, ja. Okay, weil ich würde dann eh gleich rumkommen wegen dem Essen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Aber ansonsten würde ich Ihnen auf jeden Fall unsere Carbonara oder die Bolognese natürlich. Okay, sehr gut, sehr gut. Wir würden aber gleich einmal durchgehen und verschiedene Gänge mit Vorspeisen und so weiter. Okay, gut, dann machen wir das so. Und genau, alles klar. Super, vielen lieben Dank. Okay. So, ich habe ihm schon gesagt, wie die Location ausschaut, dass wir da ein kleines grünes Fleckchen haben mit einem kleinen, Hochzeitsbogen oder sowas. Ja, genau. Und dass das Ganze dann da stattfinden soll, aber alles andere müsste tatsächlich der Vater mit Ihnen klären. Keine Ahnung. Ja. Ja, wie sieht das denn bei Ihnen aus? Machen Sie nur kirchliche Trauungen? Also wir können natürlich dementsprechend auch rein staatlich das Ganze machen. Ich bin ja befugt, grundsätzlich als kirchlicher Vertreter Trauungen durchzuführen. Also ja,
Ding ist, wir sind ja schon verheiratet. Ich weiß nicht, wie weit sie im Bilde sind. Nee, das wusste ich bisher noch nicht, nein. Ah ja, wir sind rechtlich schon verheiratet. Wir haben aber alleine geheiratet, also nur wir beiden mit unseren Trauzeugen. Mhm. Und wollen halt jetzt noch eine große freie Trauung machen mit fetter Party, damit halt alle unsere Freunde noch dabei sein können. Ah, okay. Genau, das heißt, wir bräuchten halt einfach nur einen freien Trauredner, ist dann eh nicht das richtige Wort, aber jemand, der halt ein paar schöne Worte sagt und alles irgendwie nochmal so zusammenfasst, auf den Punkt bringt und sagt, ja, das ist jetzt die Feier, schön, dass ihr alle da seid. Und dann Also geht's in den Abend. Schatz, ich hätte es nicht besser sagen können. Das ist der Wahnsinn. kurze Frage, also Begrüßung,